Heute geht's wieder raus ins große, weite Weltall. Wir wollen heute Welt 1 abschließen. Oh, da unten ist Sternstaub. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2 und heute in der Wattewolkengalaxie, auf die ich mich schon seit dem letzten Mal sehr gefreut habe, weil die, wie gesagt, sehr, sehr nach einer Welt aussieht, die mir sehr taugt. Ich liebe so grüne Landschaften und ja, ich frage mich auch, wo steckt der Kapitän des Suchtrupps? Das ist unser erster Stern. Und schon wieder, Friends, ein neues Item. Oh, und Captain Todd hat Angst. Ich kümmere mich um dich. Kein Problem, Boy. Oh ja, die Welt sieht geil aus. Oh, ich liebe so grüne Graslandschaften. Und wir haben hübsche Mucke. Ja. Oh, da kommt wieder richtig gutes Feeling hoch. Heute ist eh sowieso schon mega gutes Wetter draußen. Ich bin heute Morgen aufgestanden, mach das Fenster auf und oh, mir kommt einfach dieser typische Sommergeruch in die Nase. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist aber, es ist warm und draußen riecht die Luft geil und oh, es ist einfach schon, es ist ein sehr guter Start in den Tag. Ich bin sehr gut drauf. Dann noch zusätzlich dazu habe ich heute Abend wieder ein Handballspiel. Da spielen wir gegen den Verein, wo ich schon mal, also gegen meinen Ex-Verein sozusagen, wo ich mal für eine Saison gespielt habe. Bin ich sehr gespannt, wie ich mich anstellen werde. Es ist immer, ja, doch was Besonderes, wenn man gegen den Verein spielt, bei dem man selber mal gespielt hat. Und jetzt wurden wir zum Wolken-Mario. Damit können wir jetzt, wenn wir schütteln, Wolken erzeugen. Und damit können wir ganz viele neue Orte erreichen. Und sieh mal an, was ist denn das hier? Oh, hier ist ein Gourmet-Luma. Holy shit. Okay. Oh, und ich sehe auch schon, warum der Münzen will, weil es hier ziemlich viele Münzen für mich zusammen gibt. Und wir haben alle bekommen. Vielleicht wieder 50. 100! Du hast doch einen Schuss. Wo soll ich 100 Münzen auftreiben? Okay. Ja, ich werde mich mal auf die Suche machen. Ey, kein Plan, wo ich 100 Münzen auftreiben soll. Ich glaube, ich verliere die Verwandlung, wenn ich im Wasser lande. Das können wir mal kurz testen. Ja, tatsächlich, da verliere ich meine Verwandlung. In Ordnung. So, aber ja, ich muss mal schauen, wo ich 100 Münzen auftreiben kann. Das kann ich nämlich euch aktuell nicht sagen. Mann, hier hätten noch Münzen drin sein können. Ja, wird spannend auf jeden Fall. Hier ist auch überall ein Sternstaub. Oh, hier drin könnten nochmal Münzen sein. Schauen wir mal nach. Oh ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Vielleicht können wir die 100 Münzen auftreiben. Oh, nice. Und das ist jetzt eine Challenge. Da muss ich immer das alles richtig einsammeln im Zeitlimit. Und dann erscheinen neue. Ich brauche alle Münzen. Geiler Scheiß. Jetzt haben wir auch 116 Stück. Und jetzt können wir den Gourmet-Luma auch bezahlen. Sehr gut. Dann machen wir als erstes direkt mal wieder den Secret-Stern, bevor wir überhaupt den normalen machen. Aber das ist, denke ich mal, kein Problem. Ist ja alles das Gleiche. So, ihr seid auch coole Viecher. Ihr erinnert fast ein bisschen an Crocs aus Wind Waker oder jetzt eben auch Breath of the Wild. So. Du scheiß gieriger Gourmet-Luma. Ich hab da was für dich. Genug Münzen. Willst du die nicht auch essen? Schmecken die überhaupt? Tatsächlich. Er isst Münzen. Oh ja, geil. Mein Bauch ist voll. Na dann, Verwandlungen. Ja, Mann. Drop mal was Cooles. Oh, irgendwo da hinten in der Pampa, okay. Oh ja. Eine Art Pyramide? Eine Mischung aus Pyramide und Eiffelturm. So sieht's aus. Nein, aber ich glaube einfach eine Challenge für Wolken-Mario. Die sollten wir aber, glaube ich, hinbekommen. Natürlich werde ich versuchen, so wenig Wolken wie möglich zu verwenden. Achso, wir kriegen hier auch immer neue. Ne? Das ist ein One-Up. Das will ich haben. Oh, verdammt. Okay, scheißen wir mal auf das One-Up. Vielleicht kriege ich da oben nochmal eine Wolkenblume. Ja, tatsächlich. Ja, okay, man kriegt hier voll auf Wolkenblumen. Man muss mal absolut gar nicht sparsam damit umgehen. Und dann kommt mir, glaube ich, relativ easy nach oben. Hier haben wir sogar nochmal eine. Okay, jetzt muss ich mir, glaube ich, geschickt an diesen Teilen hier vorbei arbeiten. Ja, geiler Scheiß. Das ist ja easy. Und jetzt gib mir den Stern. Wuhu! Secret Stern, Friends. Und just in dem Moment, wo ich diese Folge hier aufnehme, wird, ja, vor einer Minute ging Part 1 online. Ja, ich bin gespannt, wie der Part ankommt. Ich habe um 14 Uhr hochgeladen. 14 Uhr ist jetzt nicht die Zeit, wo die meisten online sind bei mir, aber es ist Wochenende. Wir werden sehen.
Wir dürfen jetzt auf jeden Fall noch weiterfliegen, aber ich habe hier noch einen anderen Stern zu holen. Ich bin höchst gespannt, wie das Projekt ankommt. Ich habe jetzt auch ein neues Thumbnail-Design verwendet und ja, die Form des Titels ein bisschen angepasst. Ich habe einige Dinge so ein bisschen umgestellt. Ich bin gespannt, wie das ganze Projekt von euch aufgenommen wird. Ich habe auf jeden Fall mega Spaß. Ich denke, das merkt man auch am Commentary, dass ich einfach richtig gut drauf bin, weil dieses Spiel einfach für mich mega gute Laune verbreitet. Und dann natürlich noch gepaart mit dem warmen und hellen Wetter draußen. Einfach nur Killer. Einfach nur perfekte Bedingungen zum Aufnehmen. Ohne Scheiß. Ich liebe es, einfach aufzunehmen, wenn es draußen warm ist. Und dann einfach nachher noch rausgehen. Und ich bin einfach... Friends, ich bin glücklich. Ich bin wirklich aktuell einfach sehr, sehr glücklich. Und ich hoffe, ich kann da einige von euch mit meiner guten Laune anstecken. Das ist ja doch immer noch so eine Kunst als Let's Player da. So, ich sag mal, so wirklich Gefühle zu vermitteln, die man gerade hat. Und Leute, die einem zuschauen, damit anzustecken. Ich gebe mein Bestes, euch da... die Vibes spüren zu lassen, so sehr ich dieses Wort auch nicht mittlerweile nicht mehr mag, nachdem das so missbraucht wurde. Ich habe leider noch keine Ahnung, wo die Kometenmünze ist, aber hier können wir jetzt den Weg zum Sternring ein bisschen vereinfachen. Boah, sieht das schön aus. Die Welt sieht wunderschön aus. Sie sieht super aus. So, und was steht hier? Schatten Marius. Ach so, ja, in Ordnung. Und hier ist auch, da ist die Kometenmünze. I see. Okay, ich muss jetzt hier 5 Fragmente von dem Sternring einsammeln, dass der sich zusammenbaut. Und erst danach werde ich mich um die Kometenmünze kümmern, weil ich glaube, wenn ich die 5 eingesammelt habe, dann verschwinden die Schatten-Marios. Ja, tun sie. Sehr geil. Und jetzt kann ich hier ganz entspannt mir diese, die Kometenmünze holen. Ich denke, Rückwärtssalto sollte hier mit einer Wirbelattacke reichen. Sehr schön. Dann haben wir die auch. Und jetzt geht's weiter. Boah, ohne Witz. Dieser blaue Himmel und diese grünen Wiesen und... Oh. Ohne Scheiß, die Welt ist epic. Die Welt ist sauschön. Perfekt. Das ist einfach genau die Welt, die jetzt zu meiner aktuellen Lage passt. Und meine Nase juckt. Entschuldigung. Es tut mir so leid, wenn ich mal husten oder niesen muss. Aber das ist halt einfach... Wenn man Facecam hat, dann ist das so. Ich vergesse auch immer, das dann rauszuschneiden oder so. Ich hoffe, ihr habt da keinen Stress mehr. Das sind so diese kleinen Dinge, die halt einfach mitkommen, wenn man, ja, das Ganze mit Facecam aufnimmt. Ich sag mal, wenn man jetzt keine Facecam hätte, könnte man das Ganze verstecken. Ich könnte weit vom Mikro weggehen und meinen Huster irgendwie möglichst laut unterdrücken. Aber bei der Facecam geht es halt relativ schlecht in Ordnung. Boah, wie das hier einfach aussieht, die grünen Bäume. Und boah, es ist genau so eine Welt, brauche ich jetzt. Genau so eine Welt passt jetzt einfach. Und da ist der Kapitän des Suchtrupps. Ich habe ihn gefunden. Sein Affe mit Sonnenbrille hat mich zum Rennen herausgefordert. Und dann, hilf mir, rette meine Ehre. Ein Kapitän sollte, tja, besser in Form sein. In Ordnung, ein Affe ist in Ordnung. Der ist da vorne, oder? Ja, das ist relativ easy. Man kommt hier sehr gut voran. Schön sieht's hier aus. Wunderschön sieht's hier aus. Oha! Ich habe diesen verrückten Pilzkopf erwartet, nicht dich. Na, wie dem auch sei. Du scheinst mir ein würdiger Rivale im Gipfelsturm zu sein. Nimm dieses Wanderabzeichen als Preis dafür. Ich habe das Gefühl, dass wir uns schon bald wiedersehen werden. Also bis dann, hau rein. Ach, der kann, wenn er in die Hände klatscht, einen Stern erzeugen. Das ist ein Skill, den würde ich auch nehmen. Den würde ich direkt so übernehmen. Kannst du mir das beibringen? Wäre eine nice Sache. Was nicht so nice ist, dass wir jetzt schon wieder die Welt verlassen müssen, dass sich mein Wii-Fernbedienungskabel hier ein bisschen verheddert hat an meiner Stuhllehne. Oh, und wir sind wieder im Maschinenraum. Das heißt, wir haben die Wolkenblume mitgebracht. Oder? Sehe ich das richtig? Ja, sehe ich richtig. Okay. Oh, ich sehe, hatte ich eine Art, flauschiges Mitbringsel dabei. Eine Wolkenblume, alles klar. Du trägst ja einige ziemlich seltsame Dinge zusammen. Ja, ich weiß, I'm sorry. Es tut mir leid, ich werde nicht mehr so viel Schrott sammeln in Zukunft. Zumindest versuche ich's. So, aber ich denke, jetzt haben wir jedes normale Level in Welt 1 geschafft. Jetzt können wir uns, glaube ich, dem Castle widmen. Oder gibt's noch einen Stern? Nein, 2 Sterne. Und das passt. Wir haben genug Sterne, dass wir hier dieses Tor passieren können. Und wir kommen jetzt zum Castle. Nice. Bowser Juniors Flammenflotte, Freunde. Oh, warte mal, irgendwas ist in meinem Stuhl gerade. Ein
Okay, da hat sich irgendwas von meinem Schuh gelöst. Sorry. Collar Carambolus Bauchringkur. Stranger Name. Sehr stranger Name. Aber geil sieht's hier aus. Geil sieht's hier allemal aus. Epic. Taugt mir. Taugt mir, taugt mir. Oh, sieht alles so sexy aus. Ich liebe es einfach nur. Oh, was ist denn das? Das ist Goombas mit Helm. Oh, ich habe den gerade in die ewigen Jagdgründe geschickt. Scheiße! So, die muss man einmal umdrehen mit der Wirbelattacke und dann kann man sie killen. Ansonsten schützt sie ihr Helm. Vielleicht sollte sich Mario so einen auch mal besorgen. Hau ab! Sind das eigentlich Goombas? Wahrscheinlich schon, oder? Form und Beine würden dazu passen. Ich check mal ab. War hier oben nicht die Kometenmünze? War die nicht hier? Ja, war sie. Habe ich noch richtig in Erinnerung vom Einspieler. Oh, Kamek! Leck mit dir. Oder nein, es ist ja Magi-Cooper. What? The fuck, was war das? Warum hat der Mario gerade so weit weggeschleudert? Holy shit. Mit diesem Hebel öffnen wir das Tor. Ein Glück, dass wir gerade nicht in den Abgrund geflogen sind. Das wäre wieder so ein typischer Moment gewesen, wo ich einfach mal wieder sterbe und so richtig lame. So richtig lame sterbe. So, Lava. Knochentrockner. Auch ihr seid jetzt eigentlich echt nicht so relevant. Hau ab, Magi Cooper. Ich versuche ja immer die richtigen Begriffe zu verwenden für die Gegner. Obwohl ich eigentlich fast immer noch finde, dass Kamek einfach viel besser klingt als Magi Cooper. Auch wenn es schon stimmt, Kamek ist ja Name für eine einzelne Person. Oder für einen einzelnen Charakter und Magi Cooper ist die Bezeichnung der Rasse. Das ergibt schon Sinn, aber ich weiß nicht. Kamek finde ich cooler. Aber ich werde trotzdem Magi Cooper sagen. So ist nicht. Und das Bowser Junior! Bist du also wirklich so weit gekommen? Ich brauche Papas Hilfe nicht, um mit dir fertig zu werden. Collar Carambolus, dein Abendessen ist fertig. Aber denk dran, auf deine Bauchringe aufzupassen, weil du bist fett. Ja, kleines Gangster-Kiddy. Oh, aber Collar Carambolus ist jetzt nicht so ein Kiddy. Der sieht mir ziemlich übel aus. Holy shit. In Ordnung, Boy. So, und dein Schwachpunkt sind deine Bauchringe. So sieht's aus. Die können wir mit einer Wirbelattacke einmal killen. Und ich denke, wenn alle deine Bauchringe verschwunden sind, dann muss ich aufpassen. So, er frisst hier immer ein Stück vom Planet, ne? Oh, schade. Oh, jetzt. Genau, jetzt taucht er in den Boden ein. Und dann bleiben seine Bauchringe immer stecken. Und dann kann ich ihn killen. So. Nach drei Bauchringen bekommen wir auch gleich eine Zwischensequenz. Jetzt dreht er völlig durch. Gebt euch mal seine Augen. Holy shit. Wie so Kulleraugen. So. Jetzt wird er auch deutlich schneller und aggressiver. Oh. Holy shit. Mami. Und jetzt taucht er ein, als ob der mich erwischt hat. Als ob der mich erwischt hat. Zack. Den weg. Oh nein, jetzt hat er mich geboxt. Jetzt kriege ich seine restlichen Bauchringe nicht mehr. Scheiße, ich hole mir mal kurz Münzen, dass ich hier meinen 6-Leben-Bonus nicht verliere. So, wenn man auf diese gelben Punkte mit Sternstaub schießt, kommt da auch eine Münze raus. Die hole ich mir auch mal eben. So. Wir haben wieder volle 6 Leben. So, jetzt muss ich so lange überleben, bis seine hinteren Bauchringe auch mal im Boden verschwinden. Ja, zack. Weg mit dem und weg mit dem. Yes. Alle sind down. Und damit haben wir ihn besiegt. Den Boss der ersten Welt. Epic. Nice. Puff. Und das ganze Sternstaub und ein großer Stern. Oh yes. Nur das nehmen wir natürlich alles hier noch mit, ganz wichtig. Und jetzt, Mario, gönn dir deinen ersten großen Triumph. Nice! Großen Stern erhalten, Friends. Geiler Shit. Er glitzert richtig schön. Oh, wie sich Mario darin noch spiegelt. Übelst hübsch. Und er macht eine Art Portal auf. Ein Weltentor. Und das ist natürlich unser 12. Stern. Gilt natürlich auch ganz normal als normaler Stern auf unser Konto. So. Du hast es geschafft. Du hast einen großen Stern zurückgebracht. Großartig.
Die Kraft des großen Sterns erlaubt es uns, die nächste Welt anzusteuern. Auf der Suche nach der dir kostbaren Person sind wir damit einen großen Schritt vorangekommen. Weiter geht's. Auf durch Raum und Zeit in eine noch unbekannte Welt. Übernimm du das Ruder, Steuermann. In Ordnung. Wir sind zwar ein bisschen zu klein für das Ruder, aber es ist kein Stress. Raumschiff Mario gibt Gas! Und ich wiederhole es immer wieder, Mario Galaxy und Mario Galaxy 2 haben einen so fantastischen Soundtrack. Ui! Und die Welt sieht toll aus. Die Welt sieht wirklich toll aus. Wow, sieh dir das mal an, eine komplett neue Welt. Es gibt hier vermutlich eine Menge weiterer Powersterne. Volle Kraft voraus, du bestimmst den Kurs. Werde ich machen. Geiler Scheiß. Und jetzt kommen wir in die Puzzleplanken-Galaxie. Und Freunde, das ist eine Galaxie mit einem brutal geilen Soundtrack. Ohne Scheiß. Der ist wirklich epic. Das Geheimnis des Bilderrätsels. Das wollen wir heute lösen. Achso, das ist so ein Schieberätsel. Naja, okay, das kriege ich hin. Und jetzt die Mucke. Moment. Wait for it. Das ist einfach so geile Western-Country-Musik. Das ist so geil. Das ist so epic. Diese Erklärschilder sind jetzt eigentlich relativ wurscht, weil ich weiß, dass ich auf diesem Zeichen eine Stampfattacke machen muss. Und BAM! Ramm mir das mal in den Boden, ne? Also ohne Scheiß, die Mucke hier ist richtig epic. Und auch wenn man auf YouTube nach diesem Soundtrack sucht, dann steht auch voll oft in den Kommentaren, ja, das ist der beste Soundtrack und so weiter. So, ich sammle die Noten hier mal nicht in der richtigen Reihenfolge. Ich lasse sie mal außen ein paar stehen und so weiter, weil der Wiggler da gerade drin stand. Okay, das passt. Drei Ups gibt's dafür. Not bad. So, man kann die, glaube ich, auch killen, wenn man sie umdreht und dann drauf hüpft. Ja, kann man. Sehr schön. Okay. Muss ich einfach nur den Stampf... Oh, ich bin... Was ist das? Was passiert hier? Was passiert... Holy shit, ich lebe noch! Holy shit! Ich habe den Tod schon wieder vor mir gesehen. Und du Arsch, machst jetzt hier mal keine Fax mehr. Oh mein Gott, ich habe mich noch mit einem Wandsprung da... Ich habe den nächsten Tod schon wieder gesehen. Ich habe den Tod schon wieder vor mir gesehen, Freunde. Und das wäre schon wieder so lame gewesen. Aber kein Stress, ich habe mich nochmal richtig skillig gerettet zum Glück. Uiuiuiuiui. Boah, hatte ich jetzt schon wieder Angst. Hier haben wir ein paar Baumstämme zum Reinhacken. Wo es ein bisschen Stuff gibt. Hier außen fahren Kreissägen entlang. Oh, und hier ist ein Gummiluma. Ich habe aber nur 14 Münzen, Kollege. Was, 70? Dann gibt es doch hier bestimmt wieder irgendwo einen Ort, wo ich, 70, ja, da drin wahrscheinlich. Aber ich mag jetzt nicht erst den Secret-Stern machen. Ich will jetzt erst den richtigen machen. So, ja, hier haben wir auch noch mal ein bisschen Cash. Ich will jetzt erst den richtigen Stern machen. Und nachher, im nächsten Part, werden wir dann den Secret-Stern machen. Keine Ahnung, ich möchte jetzt erstmal hier euch die ganze Galaxie zeigen und den richtigen Weg und nicht schon wieder in irgendeinen Secret-Bereich abdriften. So, wir haben jetzt hier alles eingestampft. Dadurch haben wir jetzt auf der anderen Seite diese Podeste und kommen dadurch zum Sternring hoch. Man könnte auch zum Sternring kommen, wenn man einen Rückwärtssalto, glaube ich, macht. Also man muss die nicht einstampfen. Aber ich will euch natürlich auch mit dem richtigen Weg zeigen. Oh, und das kennen wir auch aus 3D-Land. Hier wird mir einfach mal direkt der Weg abgesenzt. Und da drüben die Kometenmünze ist gar nicht so einfach. Da muss man schnell sein. So. Hier sägt das hier weg. Geil. Kann ich hier mit Wandsprung hoch. Top. So, noch hier beeile ich mich wieder. Ich werde hier keine großen Faxen machen. Ihr Käfer. Ja, ihr flüchtet sowieso von mir, ne? Ja, ihr habt Angst vor mir. Ihr habt Pfeifen. Oh, das Wunder habe ich jetzt nicht. Ah, nein. Die machen mich langsamer. Jetzt muss ich aufpassen. Was ist das? Ah, die Sägen fahren. Wetten, wenn ich das aktiviere, dann fahren die Sägen los. Ja. Aber auch der Stern erscheint. Okay. Oh, wir sind safe. Warum kann ich eben... Der kommt eigentlich immer nur, wenn ein Boss kommt. Aber ich muss doch da drüben noch ein Bilderrätsel lösen. Ach, nein, Moment. Ich glaube, da kommt wirklich noch was. Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau.
Aber ich glaube, es wartet noch ein kleiner Kampf auf uns. Nichts Großes. So, hier müssen wir jetzt das Bild in die richtige Reihenfolge bringen. Man sieht auch immer, dass man es richtig gemacht hat, wenn es glitzert. Aber man hat die sowieso nur, also man kann hier gar nichts verbauen. Man kann das hier nicht falsch machen. Das ist, man kann immer nur an einer Stelle stampfen und das ist dann schon richtig. So, und jetzt haben wir das ganze Bild vollständig. Oh yes. Und dann kommt der fiese Käfer mit seinem Sohn. Das ist der fiese Käfer-Papa. Aber die kann man ganz easy killen. Einfach, die laufen auf einen los, dann hüpft man halt auf ihren Rücken. Und dann macht man eine Stampfattacke und dann war es das auch schon. Also, deswegen war ich jetzt ein bisschen verwundert, dass man da sich einen Wonderpilz oder einen Sechs-Leben-Pilz holen kann. Ist kein Stress, Friends. Ist kein Stress. Und Freunde, leider ist die Folge schon wieder vorbei. Es vergeht zu schnell, aber es macht so Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Ich werde mir dann direkt mal die Resonanz auf Part 1 anschauen. Keine Ahnung, der Part ist jetzt 18 Minuten online. Man kann ja doch immer so ein bisschen ablesen, wie es ist. Ich bin auch gespannt, was so eure Rückmeldung zu den Thumbnails ist und wie ihr das Projekt aufnehmt. Und wird spannend. Wird spannend. Ich bin gespannt. Ich bedanke mich jetzt aber erstmal bei euch, dass ihr diese Folge angeschaut habt. Ja, und einen Daumen nach oben würde ich mich super freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier den Secret-Stern holen und dann auch uns Welt 2 weiter anschauen. Wenn du unterwegs warst, dann habe ich die Galaxienkarte ein wenig geändert. Schau mal. Hätte ich das jetzt sehen sollen? Da war nichts. Hast du diesen Port gesehen? Er brabbelt die ganze Zeit etwas von Post und Brief vor sich hin. Ich habe jetzt die Galaxienkarte nicht gesehen. Geh mal rüber und sprich ihn an. Werden wir beim nächsten Mal machen, Friends. Obwohl, nein, komm, wir holen uns jetzt noch Post ab. Ich weiß, ich habe mich schon verabschiedet, aber die holen wir uns jetzt noch kurz. Oh, Mario, ich habe meine Bestimmung gefunden. Ich bin Brieftaut. Ist doch geil. Hier ist dein Brief. Lieber Mario, ich bin gerade sehr weit weg von dir, aber es geht mir gut. Ich hoffe, dass wir uns schon bald wiedersehen. Diesen Brief liegt auch etwas bei, das du gebrauchen kannst. Peach. Und ich habe einen Wunderpilz bekommen. Sehr süß. Danke, Peach. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.